Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier beginne einmal für dich, Privatlegungen gehen jetzt auch wieder nach und nach eben raus. Des Weiteren möchte ich ein riesengroßes Dankeschön natürlich an jeden einzelnen von euch hier aussprechen und ein riesengroßes Dankeschön. Und zwar haben mich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr E-Mails erreicht, was das Vegetarische und Vegane beinhaltet. Da auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Und Respekt natürlich auch. Und zwar, was das natürlich beinhaltet, erhalte ich auch in diesen E-Mails dann eben, wovon gesprochen wird, dass man sich sauberer fühlt und reiner eben fühlt. Und das ist natürlich das, was eben verstärkt auch zum Vorschein kommt, dass man sich von innen her einfach rein und sauber fühlt. Ja? Man nimmt ja eben nichts Totes mehr in dem Sinne auf. Und man verspürt natürlich auch nach einer gewissen Zeit, ja, was für den einen oder anderen vielleicht im ersten Moment unangenehm ist. Ja, das sind dann so Beispiele wie, du bist in der Öffentlichkeit, gehst gerade einkaufen und spürst dann die Gedanken von demjenigen, der dann irgendwie vor dir an der Kasse steht oder hinter dir an der Kasse steht. Und das sind dann so Dinge, also du nimmst mehr wahr und nimmst ganz, ganz anders natürlich auch auf. Ja, du bist dadurch natürlich mehr intuitiv auch. Ja, also das noch einmal vielen lieben recht herzlichen Dank und an jeden einzelnen von euch hier vielen, vielen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Was kommt ab dem morgigen Tag auf dich zu? Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, dann einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich stelle es hier noch etwas um. Noch eine. Noch eine. Noch einmal.
werde die sich hier hinlegen, damit du das gleich alles ganz gut sehen kannst. Ich habe das hier einmal noch etwas umgesteckt.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du kannst hier alles ganz gut sehen. Es warten hier sehr, sehr viele Karten einmal für dich raus. Ich starte jetzt einmal für dich, irrelevant, wie du hier schaust. Hier zeigen sich viele Themen, die man jetzt loslassen darf. Wir gehen ja in ein neues Zeitalter. Wir gehen jetzt in das Wassermannzeichen über, in das Luftelement, ja, was sich hier auch sehr, sehr deutlich eben auch gezeigt hat. Jetzt geht es wirklich darum, Gegebenheiten, alles, was einem nicht mehr gut tut, wird man jetzt mehr oder weniger rein gedrungen, ja, rein katapultiert, um dieses loszulassen. Das sind Abhängigkeiten, das sind Süchte, Abhängigkeiten in einer Partnerschaft, alte Verhaltensmuster, Glaubenssätze. Ja, da wird jetzt mehr oder weniger von oben ein Cut gemacht. So bekomme ich das hier, auch wenn man nicht gewillt ist, vor allem wenn man festhält, stark festhält an einer alten Gegebenheit, die nicht mehr stimmig ist, wird jetzt, von jetzt auf gleich, dieses einmal getrennt. Das bekomme ich hier als allererstes. Des Weiteren zeigt sich hier eine Situation. Wir haben hier die Karte des Verwöhntseins. Das kann jetzt hier jemand aus deiner Familie sein. Das kann jetzt dein Gegenüber, dessen Person, jemand aus deren Familie sein. Das kann ein Kind sein. Ja, das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Kann ein Kleinkind sein. Das kann ein erwachsenes Kind sein, was hier mit gewissen Süchten, Opiaten etc. eben auch zu tun hat. Das alles, was ich eben nannte. Dass hier Gegebenheiten sind, dass man lange auch an dieser Person oder Situation auch festgehalten hat. Jetzt sich aber auch davon auch löst. Ich sehe eine Krankheit. Ich sehe, dass jemand im Krankenhaus ist. Ich sehe, dass hier aber auch Genesung stattfinden möchte. Hier ist jemand das Alte stark gewohnt und möchte das Alte absolut nicht loslassen. Besteht bewusst auf das, dass das eben noch mal aufrecht erhalten werden könnte, sollte, was nicht mehr gegeben ist. Hier ist etwas, was eben jetzt auch gehen darf. Stark einhergehend eben jetzt durch vom zunehmenden Mond an bis zum Vollmond, ja, wird sich hier gravierend etwas Form und vor allem Gestalt annehmen. Wir haben hier auch zweimal das Haus, die Stabilitäten, die Sicherheiten, was sich hier gezeigt haben, dass man auch wirklich bewusst auch jetzt reflektiert, ja, starke Traurigkeit. Ich bekomme auch, dass jemand in der Vergangenheit hier einen tödlichen Unfall hatte oder ja, was eine große Abhängigkeit beinhaltet, ja, was hier schon in Richtung Drogen etc. auch geht, Medikamente im Überfluss, sehe ich hier etwas, was hier seinen tragischen Ablauf genommen hat. Ja? Schau mal bitte, ich gehe jetzt einmal auf die Tarotkarten ein und auch nochmal auf die Themen des jeweiligen Tages. Wir haben die 7 der Münzen, wir haben den Gehängten, ja. Also hier ist man in so einer verfahrenen Situation. Das könnte bei dem einen oder anderen sein. Ich gehe erst einmal auf die berufliche Situation ein, ja, was die Hauptenergien auch aussagen, dass man hier wirklich auch reflektiert, dass man schauen darf, ja, was hat Wachstum, was hat Beständigkeit, ja, und was hat vor allem in der Vergangenheit schon gar keine Beständigkeit gehabt und wo zieht sich das immens in die Länge und wo schaut man eben, wo investiert man seine Zeit auf das, was eben nicht mehr funktionierend ist oder auf das, was funktioniert. Ja, ich sehe hier etwas, was eben schon längst nicht mehr gegeben ist, aber dass der eine oder andere trotzdem daran festhält, ja, dass hier kein Wachstum und keine Stabilität mehr ist. Ja, den Fokus darauf zu richten, was Neues entstehen kann, das kann hier bei jedem einzelnen von euch unterschiedlich sein, ja, auch was die Liebe beinhaltet, geht es hier um Stabilitäten, um Wachstum, aber auch den Blick für etwas Neues zu bekommen, ja, den Blick zu bekommen, was Ruhe, Frieden, Gelassenheit, Harmonie eben auch bringt, Stabilitäten an sich, die inneren Stabilitäten, die wir hier zweimal haben, ich sehe stark die Traurigkeit, ja, auch eine Situation, dass man hier mehr oder weniger auch im Hause gefangen ist, dass Gewisses gewohnt ist, ja, und dass man nicht raus kann, dass hier eben stark auch so die Belastungen sind, dass man sich mit Dingen befasst, ja, die gar nicht relevant sind. Hier haben wir die Beauty einmal und gleichzeitig, was ich schon sagte, eben das Verwöhntsein und die Abhängigkeit. Ja, eine Situation, die eben krank macht, trotz alledem hält man daran fest, trotz alledem besteht man auf etwas. Ja. Und das kann hier ganz klar sein, dass es bei dem Gegenüber stattfindet. Das heißt, man ist hier noch in einer Partnerschaft, man reflektiert das Ganze, ja, was die finanziellen Sicherheiten anbelangt. Ja.
und dass hier Gegebenheiten sind, dass man jetzt auch bemerkt, ja, worum es im Eigentlichen hier auch immer gegangen ist. Wo bekomme ich das hier mit den 7 der Münzen, ja? Also hier auch das Berufliche bekomme ich hier, dass man auf die Geduld schauen darf. Ja, es ist wichtig, jetzt in die Geduld zu gehen, in die Gelassenheit. Hier durch Druck geschieht gar nichts, im Gegenteil. Man wird noch mehr in eine Situation gebracht, dass man den Blickwinkel ändern darf. Also man wird erst recht in die gehängte Position gebracht. Ja, so, es wird noch mehr in den Verlust gehen, so bekomme ich das hier gerade rein. Dinge sind, ja, wo man sich das Ganze ganz genau anschauen sollte, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig hier für den einen oder anderen. Dann haben wir hier den Bube der Luft, wir haben hier die 2 der Luft und die 1 der Erde. Hier kann bei dem einen oder anderen ein Besuch stattfinden. Hier geht es um Geschenke. Hier geht es auch, dass man jemanden verwöhnen möchte im Hinblick im Übermaße an Geschenken. Das bekomme ich hier, ja. Dass man jetzt reflektieren auch darf, was ist hier sinnvoll und was ist eben nicht sinnvoll. Ja, das ist auch die Hauptenergie, was ich so am Beginn schon sagte. Dass man jetzt bewusster schaut, also bewusster auch mit Dinge wahrnimmt und bewusster hier auch durchs Leben mehr oder weniger geht, weil hier zeigen sich gewisse Standards, die bei dem einen oder anderen das Alltägliche sind und dass man da eben rausgeht, mehr oder weniger rausgebracht wird. Im Hinblick dessen, man wird mehr oder weniger hier im Hause in eine Phase gebracht, wo zwangsweise nichts stattfinden kann, ja. Und hier geht es um die Reflexion, dass man reflektiert, ja. Also man hat sich in der Vergangenheit hier auch sehr lange die Zeit mit Dingen verschwendet, ja, in jeglicher Form auch immer, die letztendlich nicht sinnvoll waren, ja. Das kann dein Gegenüber sein, das können hier Themen sein, was dich beinhaltet, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du dich nicht wohlfühlst, ja, wo eben gewisse Dinge sind, wo man jetzt reingebracht wird, um sich das Ganze eben anzuschauen. Wir haben hier die Wahrhaftigkeit. Es geht letztendlich darum, was ist hier wichtig und was ist eben nicht mehr wichtig. Der Bube der Luft. Also hier nimmt es jemand absolut nicht so ernst mit den Gefühlen bei dem einen oder anderen. Ja, auch was erwachsene Kinder hier beinhalten könnten bei dem einen oder anderen oder eben auch Kleinkinder. Ja, das kann auch sein, dass dein Gegenüber hier sehr stark verwöhnt ist oder mit Dingen in der Familie eben auch zu tun hat, wo man das Ganze eben nicht ernst genommen hat oder man hat diese Phase, diese Person auch nicht ernst genommen, dass hier starke Dinge sind von Depressionen, von Burnout, von Überlastungen, von einer Sucht. Ja, und das fällt dir jetzt erst auf. Das heißt, du könntest hier Besuch bekommen von jemandem aus deiner Familie, freundschaftlicher etc., dass sich diese Person drastisch eben auch verändert hat. Ja, also hier ist jemand sehr stark abhängig. Schau bitte auf dich, ist das eine allgemeine Legung. Ja, Abhängigkeiten an sich, das, was ich zu Anbeginn schon sagte. Wir haben die 1 der Erde. Und hier reflektierst du, hier schaust du ganz genau, hier hat jemand Sehnsucht nach dir. Du hast die Sehnsucht nach etwas. Im Allgemeinen ist die Sehnsucht, hier Luxus wahrzunehmen und gewisses, was man benötigt, ja, wo man aber rausgeht. Man wird dahin gebracht, um letztendlich sich Dingen zu widmen, die wirklich wichtig sind. Ja, dann haben wir hier einmal die 6 der Erde, also hier könnte es um Geschenke gehen, all das, was ich schon sagte, Vorbereitungen und Feierlichkeiten, Geburtstage, ja, also schauen wir bitte für dich, auch, dass man sich hier vorbereitet für ein Treffen, du hast vielleicht alles organisiert und vorbereitet, aber diese Person nimmt es nicht ernst, also hier zeigt sich eine Situation, was nicht ernst gemeint ist, ja, also jemand möchte hier nur seine eigenen Bedürfnisse mehr oder weniger auch befriedigen. Ja, und schaut gar nicht bewusst hier, wie es dir letztendlich damit geht. Das heißt, hier könnte jemand nur zum Essen kommen. Das heißt, hier könnte jemand eben gar nicht so auf dich, rücksichtsvoll auf dich schauen. Ja, ich sehe deine Vorbereitung, dass du hier alles organisierst. Und letztendlich wird man hier stehen gelassen. Das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen, ja. Dass hier eine Absage ähnliches stattfindet. Hier zeigen sich im darauffolgenden Tag starke Schmerzen halt. Diese dürfen nochmal ganz klar eben auch bedacht werden, ja. Hier geht es rein darum, dass man seine Zeit auch nicht mehr länger verschwendet mit diesen Dingen, ja. Mit Personen, ja, freundschaftliche, familiäre oder mit Lernpartnern, ja. Also da schau bitte auf dich, wo hast du in der Vergangenheit im Grunde genommen nur deine Zeit investiert und was ist letztendlich tragbar und was ist vor allem nicht mehr tragbar. Ja, berufliche sowie in der Liebe. Die 7 der Erde,
Du hast das Gefühl, du müsstest etwas niederschreiben. Du hast das Gefühl, hier jemanden zu kontaktieren. Vielleicht schwelgst du auch gerade in den Gedanken der Nostalgie, bekomme ich hier. Du hast das Gefühl, es ist aussichtslos. Ja, schau bitte immer auf dich. Es ist irrelevant, ob das hier auch Dinge, die natürlich drastisch von der Familie einhergehend sind, wenn hier solche Themen sind. Das heißt, hier ist jemand in einer starken Abhängigkeit. Ja. Und du tust und tust und tust und versuchst dann immer und immer wieder. Irgendwo ist das Limit erreicht und du darfst jetzt hier mal auf dich schauen. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Aber letztendlich bringst du dich hier selber mehr und mehr eben auch in die Gefahr deiner. Ja, weil hier zeigt sich etwas, wo man selbst am Limit ist, wo man eben auch nicht mehr kann. Also schau mal bitte. Hier kann es um Dokumente gehen, Schriftstücke gehen. Ja, also hier kann eine Forderung kommen. Es kann auch sein, dass du dir extra hier etwas bestellt hast oder du hast Vorbereitungen getroffen für eine bestimmte Person, was, wo es sich nicht lohnt. Also hier zeigt sich ganz klar die Situation, wo du letztendlich hier deine Zeit mit verschwendet hast oder eben aber auch verschwendest. Ja? Hier könnte ein Anruf kommen, eine Nachricht kommen, was von großer Traurigkeit ist, dass hier jemandem etwas passiert ist. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Dann geht es hier um Transaktionen, Geschäfte, Wertpapiere etc. Etwas nimmt hier auch langsam Gestalt an. Also in der Vergangenheit hast du wahrscheinlich auch Fehlinvestitionen gehabt. Das bekomme ich nicht für jeden. Das ist für eine bestimmte Gruppe, dass du aber das, was du in der Vergangenheit für jemanden immer und immer wieder investiert hast, dass dir jetzt bewusst wird, dass es reinste Zeitverschwendung war, dass du jetzt dir etwas gönnst, dass du für dich etwas Schönes tust, ja, dass du für dich vielleicht die Häuslichkeiten ähnliches. Ja, schau mal bitte hier im Haus bitte aufpassen. Das bekomme ich auch, dass hier vielleicht etwas Wertvolles auch abhanden kommen könnte, bekomme ich hier gerade. Ist auch nur für eine Person. Schau mal bitte, ja, insbesondere dann auch in den weiteren Tagen. Eine Forderung auch, hier ist etwas nicht stimmig. Ja, ich sehe stark die Forderung diesbezüglich. Darf man das klären? Also hier ist es nicht gerechtfertigt, so bekomme ich das. Ja, die zweite Luft, du hast hier neue Ideen, du hast neue Möglichkeiten, du gehst auch bewusst in das rein, was du neu verwirklichen möchtest und hier wird auch Step by Step an etwas gearbeitet und es wird hier Früchte tragen bis zum Sommer definitiv, ja. Die 7 der Erde, was ich eben sagte, und die 7 der Luft. Du schaust jetzt auch, dass du rausgehst aus einer dunklen Phase mehr oder weniger, wenn du natürlich gerade hier drin bist in gewissen Dingen, wo du ja, in dieser Traurigkeit bis Trauer und Phase, ja, vielleicht auch jemanden verloren hast in der Vergangenheit, ja. Schaust du dich hier nochmal alte Bilder an oder du kommst nochmal in dieses Melancholische rein, ja, dass du in diese Trauer, in diesem Trauerzustand, also du rollst es selber wieder auf, so bekomme ich das hier, indem du dir etwas anschaust oder indem du etwas gerade findest, ja. Das können Bilder sein, das können Dokumente sein, auch Dokumente, die zugeschickt werden, ähnliches, ja. Was mit einer Person im Zusammenhang steht oder ja, es kann ein Tier sein, ähnliches. Schau mal bitte auf dich. Ja, sehe ich, dass hier etwas eben auch nach Hause kommt. Gegebenenfalls gehst du aber auch raus aus einer Schwere, ja, wo bei dem einen oder anderen es sein könnte, dass du noch etwas länger auch drin bist. Schau bitte auf dich. Und wir haben die 7 der Erde hier einmal. Und hier ist es vor allem ganz, ganz wichtig, dass du eben auch die etwas Gutes gönnst, ja, die etwas Gutes tust. Wir haben hier viel Destruktivitäten, das zeigt schon die Rache und das zeigt hier einmal die schwarze Magie. Schau bitte auf dich, dass hier gewisse Dinge sind mit Personen, wo du eben aber auch zu tun hast. Hier ist so etwas die Vorsicht auch, ja. Du spürst es, du schaust dir aus der Intuition heraus. Du bist hier beschützt und du hast diesen Blick für die Falschheit. Du erkennst die Situation, ja. Dich befängt etwas an diesem Tag, was ich sagte, Rechnungen, Dokumente, irgendetwas kommt auf dich zu, wo du erstmal schockiert sein wirst, ja, was du an diesem Tag erfährst. Starke Befangenheit. Es ist wichtig, dass du dich in diesem Moment unter Kontrolle eben auch hast. Ja. Hier zeigt sich auch stark die Eitelkeit von einer Person. Ja, das kann dein Gegenüber sein. Das können hier Themen sein, wo er oder sie mit konfrontiert ist. Ja, im Haus noch. Ja, dass man hier rein nur auf sich schaut, dass man gar nicht schaut,
hier, was hier eigentlich los ist, ja, dass man hier leidet, dass jemand in Trauer ist, dass vielleicht auch jemand aus der Familie, und hier interessiert es eben jemand gar nicht, ja, die Zeit nutzt man dann lieber für sich, für Dinge, die, ja, eine Person schaut hier halt nur auf sich, ja. Ja, und wir haben hier auch mit dem Fuchs, hier ist die Warnung, das, was ich eben schon sagte, hier haben wir gleich zwei Füchse drauf, ja. Aber du hast dieses Gespür, also ich bekomme hier schon, dass du in das intelligente Handeln gehst, dass du den Blick hast für das, ja, instinktiv auch ins Handeln kommst, was das beinhaltet. Wir haben, verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach wahren Gefährten um. Ja, also schau mal, mit wem du hier immer und immer wieder konfrontiert wirst. Wer hindert dich letztendlich an etwas, was Gestalt annehmen darf? Ja, das kann hier das Business sein, das kann hier in Wunschpartnerschaften sein, dass ihr zusammenkommt. Ja, also was ist hier, wo du dich immer und immer wieder selbst daran hindern lässt? Vielleicht liest du alte WhatsApp durch, vielleicht schaust du dir alte Briefe an, alte Fotos an. Wo bist du selber gefangen und kommst nicht raus? Ich bekomme die Selbstgefangenheit bei einer bestimmten Gruppe, gleichzeitig aber auch hier zu schauen. Ja, was darf ich denn jetzt hier verlassen? Was ist denn jetzt nicht mehr stimmig? Ja, was brauche ich denn unbedingt und was brauche ich eigentlich gar nicht mehr? Ja, also hier ist so wirklich das innerliche wie häusliche Aufräumen. Es geht hier auch darum, sich von etwas zu lösen und zu trennen, was letztendlich die Zeitverschwendung eben auch ist, ja, dass du körperliche Bemühungen hast, dass du mental dich mehr oder weniger auch aufgibst für etwas, was sinnlos ist. Hier ist etwas wirklich, was nicht mehr gegeben ist, was dir letztendlich nur Schmerz bringt, ja. Und solange man das nicht loslässt, wird man hier nicht aus dieser gehängten Position rauskommen. Also hier ist auch so, dass man sich über Dinge Gedanken macht, immer und immer wieder aufregt und immer wieder sich mit etwas oder jemandem beschäftigt, was hier längst nicht mehr gegeben ist. Es ist nicht mehr gegeben, ja, in jeglicher Form. Wir haben den Flirt während des Wartens wert. Also hier ist es wichtig, dass du für dich in diese Energie kommst, mit Leichtigkeit, dich hier jemanden auch anvertraust, bekomme ich. Hier zeigt sich die Seelenpartnerschaft, es zeigt sich eine wahre Verbindung, es zeigt sich ein tiefes Gefühl. Und diesbezüglich darfst du andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben lassen. Ja? Also hier hat dir jemand mehr oder weniger immer Steine in den Weg gelegt. Ja? Ob dir jemand immer wieder etwas gesagt hat oder durch die Blume etwas näher gebracht hat. Ja, so bekomme ich das hier. Hier darfst du ja alte Gewohnheiten, sprich Menschen auch in deinem Umfeld loslassen, weil sie hindern dich einfach immer und immer wieder daran, hier irgendwo weiterzukommen. Ja? Vor allem hier zeigt sich ja auch jemand, der absolut keine Einsicht hat für das, was du gerade tust. Er oder sie nimmt immer und immer wieder deine kostbare Zeit in Anspruch und du bist immer und immer wieder bereit, ihm oder ihr auch die Zeit zu geben. Es ist irrelevant, in welcher Form. Ja, das wartenswerte göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben. Wir haben, sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue. Das Licht kehrt immer zurück. Ja? Also habe hier bitte diesbezüglich Vertrauen. Es ist ganz, ganz wichtig. Kämpfe nicht gegen etwas an. Ja, das, was ich zu Anbeginn schon sagte. Was sowieso nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Partnerschaft, Firmen, das Berufliche. Ja, schau bitte auf dich. Hier geht es darum, auf sich zu schauen. Und dass du auch an dunklen Tagen hier gewiss sein darfst, dass am morgigen Tag die Sonne scheint. Ja. Wir haben, Angepasstheit ist der innere Tod. Lebe authentisch und sei mutig. Also hier bekomme ich stark, dass jemand aufgrund, dass du durch jemanden dich so runterziehen lässt, ja, dass hier eine Gegebenheit stattfindet, wo du letztendlich irgendwo nicht rauskommst, ja, weil du dich selber diesbezüglich blockierst, ja. Das Ganze kann auch bei deinem Gegenüber stattfinden, dass er oder sie hier in gewissen Dingen ist und einfach aus diesem Sog nicht rauskommt, sich immer und immer wieder ja, darauf einlässt. Weil hier ist ja schon der innere Tod, es ist ja nichts mehr da. Es ist die Kälte, es ist, da gibt es nichts mehr. Ja?
Und hier nimmt etwas Gestalt an. Das heißt, wenn du immer in diesem Bedrückten bist und in dieser Dunkelheit, in dieser Stimmung, auch Stimmungsschwankungen bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Ja? Versuche dich diesbezüglich auch durch andere, ja, die dir dann vielleicht noch das bestätigen, ja, oder die Bestätigung geben. Ja, du hast recht, er oder sie hat dich nicht verdient. Sowas bekomme ich hier auch gerade rein. Ja? Diesbezüglich ist es wichtig, dass du dir davon nichts annimmst. Also, dass dir jemand für das Negative noch den Zuspruch gibt. Ja? Hier geht es um das Licht. Es geht nicht darum, in der Dunkelheit weiterhin zu verweilen. Sprich, in diesen dunklen Gedanken. Ja? Hier geht es darum, aus einer schwierigen Phase das Lichtvolle zu sehen. Ja, und das bekomme ich auch viel für depressive Tage, für dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr raus. Hier zeigt sich das Burnout und die Depressionen ganz stark, ja. Und hier haben wir auch die gebückte Haltung, dass man traurig ist, dass man das Gefühl hat, man ist sich nichts wert, ja. Dass es hier stark auch um die Schönheit geht, dass man hier auch sein Äußeres ganz großen Wert legt und man hat das Gefühl, es zerfällt hier irgendwo alles, ja. Er oder sie meldet sich nicht oder ähnliches. Ja, also hier sollte der Fokus unbedingt geändert werden. Das ist ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen. Natürlich auch stark in der beruflichen Situation. Wenn du natürlich nicht im Vertrauen bist, wenn du mehr oder weniger kurz vor dem Ruin stehst, ja, und dir die Hände über den Kopf schlägst und sagst, ja, was soll ich tun? Das muss ich jetzt so hinnehmen. Hier ist ein besserer Weg vorgesehen, ja, auch wenn es dich noch so sehr in den Boden drückt, zu Boden drückt, ja, bedeutet es, dass du daraus das Lichtvolle erkennen darfst. Es geschieht nicht von ungefähr, dass man dadurch vielleicht auch alte Gewohnheiten wieder annimmt, ja, in gewisse Süchte verfällt, sprich Essverhalten oder in jeglicher Form, ja, etwas wieder beginnt, was man in der Vergangenheit eigentlich schon gelassen hat. Oder Freundeskreis aus reinster Langeweile, weil man gerade niemanden hat, nimmt man kurzerhand Kontakt auf mit Personen, wo man ganz genau weiß, dass diese nicht gut für einen sind. Oder du bist tagtäglich mit diesen Personen umgeben. Schau mal bitte für dich. Ja, dass du für dich schaust, wie kommst du aus dieser Situation raus. Und nicht, wie wird es noch schlimmer. Ja, bitte immer nach den Möglichkeiten suchen. Nach Lösungen. Ja, vor allem ein Ziel zu haben. Hier hat der eine ein Ziel, der andere wiederum nicht. Ja, das heißt, aus einer Niederlage immer zu schauen, wo ist das Licht? Wo kann ich etwas Neues für mich finden, was letztendlich Stabilitäten haben wird? Ja, es ist ja nicht umsonst, dass etwas eben in die Brüche geht oder zu Ende geht. Es geschieht ja, weil etwas Neues beginnen darf. Neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zur Liebe und zum Glück. Hier zeigt sich eine ganz starke Traurigkeit. Ja. Und das darf man jetzt bewusst loslassen. Hier macht dich irgendetwas traurig an diesem Tag. Und hier zeigt sich gleichzeitig das Wundervolle und in diese Energie darfst du kommen. Ja? Wir haben, du verzauberst durch dein Sein. Magie fließt hell und strahlend in dir. Du bist Magie, du bist etwas Wundervolles. Irrelevant, ob du hier als weibliche oder männliche Person schaust. Jemand ist fasziniert von dir. Du solltest selber in diese Energie kommen, solange du nicht in dieser Energie bist. Wie soll eine andere Person von dir verzaubert sein? Ja? Und wenn du hier diesbezüglich im Beruflichen in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du bist in einem Sog, ja, und das zieht dich mehr und mehr nach unten, ja, und dabei hast du die Fähigkeit, etwas Neues zu kreieren, etwas Neues zu gestalten, was letztendlich Form annehmen darf. Bekomme hier auch viel den Erfolg. Ja, so ist es nicht bei dem einen oder anderen. Aber irgendetwas zieht dich hier immens nach unten oder vielleicht bekommst du von jemandem aus deiner Vergangenheit eine Nachricht und du bist im Begriff, dich wieder nach unten ziehen zu lassen. Ja, durch diese Gegebenheit. Und dass du im Beruflichen neue Strategien hier für dich entwickeln darfst. Ja, hier geht es auch um, dass du jemanden überzeugst von dir. Ja, verzaubern, überzeugen, dass du in deiner Kraft bist, dass du hier vor allem auch die Möglichkeiten hast. Aber hier sieht jemand nur eben das, was gerade ist und sieht nicht das Licht. So bekomme ich das hier. Wir haben den Erfolg. Wir haben den absoluten Erfolg. Es kommt darauf an, welche Energie du hier eben kommst oder was du zulässt. Ja, lässt du immer wieder zu, dass Personen mit dunkler, negativer Energie, dass du dich mit denen umgibst. Dann kann es ja nicht wachsen. Das funktioniert nicht, ja?
Also auch in einer Liebe ist es irrelevant, was andere zu dir sagen. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass du rein auf dich schaust, dich gar nicht mal von anderen beeinflussen lässt. Ja? Wenn du absolut sicher bist, dann ist es egal, was dritte oder vierte Personen sagen. Es zählt einzig und allein deine Meinung und die Meinung des Gegenübers. Ja, in einer Partnerschaft eben auch, wenn du gerade auch glücklich bist, aber durch irgendetwas lässt du dich ja ganz leicht hier beeinflussen. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Du hast hier den Erfolg. Wir haben den Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geist bereits bei dir. Glaube daran. Und wir haben, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, vielleicht seid ihr hier eben sowieso räumlich auf Distanz. Ja, vielleicht kannst du gerade nicht raus, vielleicht kann man sich gerade nicht sehen. Aber umso wichtiger ist es, hier den Blick für das Wiedersehen zu bekommen. Ja, also nicht diesen Blick beibehalten, dass man sich gerade nicht sieht, sondern eben auf das nächste Treffen dann freuen. Ja, auf ewig, respektiere den Ort im Anderen. In dem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Ja. Hier geht es um respektvolles Miteinander. Also auch die Respektlosigkeit zeigt sich hier ganz klar. Ja, es ist irrelevant, wie du hier schaust, ob das jetzt ein Kind ist oder ob das jetzt Gegebenheiten sind vom Freundeskreis. Ja, dieses, was du eben jetzt auch für dich loslassen darfst. Ja, also hier schaut hier wirklich jemand nur auf sich. Ja, also man schaut hier nicht auf andere, sondern hier ist jemand sehr von sich eingenommen. Ja, und sieht es auch gar nicht ein. Ja, ich bekomme das auch viel mit der Zeit hier, dass du gerade keine Zeit hast und hier etwas kreierst, etwas gestaltest. Vielleicht bist du hier im Homeoffice ähnliches, ja, und hier respektiert man dich nicht. Schauen einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Also Nachrichtenbriefe werden kommen, das, was ich vorhin schon sagte. Eine Zahlung auch hier, was mit Miete etc. auch zu tun hat. Ja, schau mal bitte auf dich. Entschuldige bitte, es hat gerade gestoppt. Vielleicht bist du hier im Homeoffice und hier sind mehrere Kinder, ja, bei dem einen oder anderen. Und dass hier die starke Überlastung eben aber auch ist. Ja, schau mal bitte. Und hier zeigt sich natürlich auch, was starkes Übergewicht beinhaltet. Einmal hier die Karten zur Seite legen. Bei einem Kind oder eben schon vielleicht auch als du Kind warst und jetzt im Erwachsenenalter, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Und dass hier immer gewisse Verbote waren, sprich es wurde immer etwas untersagt. Und all das, was natürlich untersagt wird und verboten wird, holt man sich dann natürlich irgendwann heimlich, beziehungsweise man holt sich das, was man immer verboten bekommen hat. So bekomme ich das hier gerade rein, ja? Wir haben hier den Teufel, wir haben das Ass der Kelche. Also hier geht es so um die inneren Unzufriedenheiten, aber sprich auch um die inneren Dinge, die man immer und immer wieder verdrängt hat, ja? Und das sind starke Themen, was dich beinhaltet oder was dein Gegenüber beinhaltet. In einer Situation, wo man letztendlich etwas nicht sehen wollte, ja, was jetzt natürlich Gestalt und Form annimmt aufgrund der hohen Energien, weil es eben gar nicht mehr anders geht. Also man hat versucht immer und immer wieder im Grunde genommen etwas aufrecht zu erhalten, aber letztendlich bricht es, es zerfällt. Ja, es ist nicht mehr gegeben. Alles das, was nicht funktioniert oder was nicht in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, ja, wie soll es im Morgen, sprich nächste Woche oder im nächsten Jahr funktionieren, wenn man etwas immer und immer wieder verdrängt und im Grunde genommen schon im damaligen wusste, dass es einfach nicht mehr geht, nicht mehr weitergeht. Ja, das zeigt sich hier auch ganz klar in Form von, dass man hier einen Arzt aufsucht, dass hier eben etwas stattfindet, was man in der Vergangenheit verdrängt hat. Ich glaube, das hatten wir auch im Zwei-Wochen-Blick. Ja, hier zeigt sich auch eine Gegebenheit, dass jemand nach Hause kommt aus einem längeren Krankenhausaufenthalt, ja, oder vielleicht einen kürzeren, je nachdem. Ja, wir haben hier auch die lange Zeit. Ja, ich bekomme schon das Längere. Und dass man jetzt natürlich gewisses in Anspruch nimmt und sich mehr oder weniger auch verwöhnen lässt, dass ein Kind hier nach Hause kommt. Ich sehe das auch hier bei dem einen oder anderen sehr, sehr positiv. Ja, Wunschpartnerschaften etc., karmische Situationen, ja. Also wir hatten ja hier schon das Thema, dass gewisse
Menschen in deinem Leben dir nicht gut tun, ja, und diesbezüglich oder Situationen dir nicht gut tun, diesbezüglich darfst du loslassen. Und in der Vergangenheit hast du es immer unter dem verdrängt. Das könnten auch die Häuslichkeiten sein, ja, dass da hier etwas ist, was dir nicht gut tut. Vielleicht ist dir jemand verstorben oder ähnliches, ja. Wir haben hier zweimal das Haus, was ich vorhin schon sagte, dass hier schlechte Energien sind, ja. Da schau bitte einmal auf dich. Denn hier zeigt sich ganz klar die Sehnsucht. Also da, wo du jetzt gerade bist, in der Situation oder in der Gegebenheit, dass es jetzt für dich Zeit ist, es zu sehen, es loszulassen. Das ist irrelevant, was das ist. Ja, in Kombination der Teufel und die zwei der Stäbe. Weil du möchtest in die Veränderung, ja, in etwas Neues, wo letztendlich für dich etwas ganz, ganz Neues beginnt. Ja, es geht hier auch rein um deine inneren Gefühle, wo es dich letztendlich hinführt. Denn wir haben die Karte die Mäßigkeit und hier ist längst etwas nicht mehr stimmig. Ja, also hier darf etwas in die Balance gebracht werden. Ja, hier geht es auch um Reinigung, innerlich wie äußerlich. Ja, das bekomme ich hier gerade rein. Dass hier bekomme ich auch irgendetwas. Hier kann es sein, dass jemand zur Dialyse muss oder ähnliches. Ja, ich bekomme hier etwas mit den Nieren auch gerade rein. Also man hat hier in der Vergangenheit auf etwas irgendwo nicht gehört oder nicht wahrgenommen, nicht gesehen, ja. Und das kommt dann hier in den darauffolgenden Tagen. Einen Schlaganfall bekomme ich auch, ja, dass hier etwas ist. Aber es kommt hier wieder in die Genesung. Es wird in die Genesung kommen. Und irgendetwas ist hier auch mit der Luft, bekomme ich, ja. Häuslichkeiten, irgendetwas ist hier nicht stimmig. Die Mäßigkeit. Umzüge etc. Ich sehe dich im Sommer. Das hatten wir, glaube ich, schon in den letzten Tagesbotschaften. Ja, hier geht es in den Süden, hier geht es in etwas ganz, ganz Neues, was du jetzt schon hier geplant hast. Ja, wir haben hier die Eins des Feuers, das sind die Herzschmerzen. Ja, also hier kann man von jemandem nicht loslassen oder von etwas nicht loslassen. Aber gerade diese Energie, was ich zu Anbeginn sagte, man wird da rein katapultiert. Es jetzt loszulassen, ja, es funktioniert nicht mehr, dass man es verdrängen kann, ja, was so von der Teufel hier auch ganz klar spricht. Es geht um die verdrängten Seiten, es kann nichts mehr verdrängt werden, es wird so klar, dass man es sieht, es wird sichtbar, ja. Die Eins des Feuers, dann haben wir hier die Zwei des Wassers und hier möchte jemand nicht gehen. Man möchte es nicht loslassen. Dann haben wir hier den König der Erde und hier ist jemand sehr, sehr geschwächt. Und hier geht es darum, dass man wirklich diesen Weckruf eben auch hört. Hier haben wir schon eine Person, die hier die andere Person mehr oder weniger animiert dazu, dass sie aufsteht, aufwacht, etwas sieht, etwas wahrnimmt. Ja? Reanimation bekomme ich hier auch. Also hier geht es jemand gar nicht gut. Ja? Schau mal bitte, welche Nachricht du erreichst. Das ist eine allgemeine Legung. Ich betone es hier nochmal. Das kommt hier nicht auf jeden. Ja. Und dann haben wir den Mond. Ja, wir haben zweimal den Mond. Ja, innerliche Ängste, Konflikte, all das, was jetzt eben starke Angst bereitet. Insbesondere das, was starke Angst bereitet, sollte man sich nicht von der Angst nach unten ziehen lassen, sondern es geht um das Lichtvolle. Es geht darum, dass man erkennt, dass man das alles loslassen darf, was in der Vergangenheit Angst verbreitet hat und für Angst gesorgt hat. Ja? Was haben wir hier? Lausch in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Dein Gegenüber bekommt mehr und mehr Klarheit und wir haben hier auch die riskante Versuchung. Und ich sehe diesbezüglich, dass es sich hier schon um zwei weitere Personen noch handelt, mindestens bei dem einen oder anderen. Ja, denn wir haben hier einmal mit dieser Karte in Kombination die riskante Versuchung, der Schein trügt. All das, was ich hier schon gesagt hatte, dass man seine Zeit mit gewissen Personen, Situationen immer und immer wieder verschwendet hat. Und jetzt wird dir bewusst, wie du dich eigentlich hast, belügen, betrügen, etc. gelassen hast, ja. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was du für richtig hältst und du weißt jetzt, was richtig ist und was falsch ist, ja, was sich nicht mehr stimmig anfühlt, ja, auch hier in einer Situation, was man eben längst hätte bedenken sollen, die inneren Warnsignale des Körpers, ja. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Ja, hier geht es um Geduld. Wir hatten ja göttliches Timing bestimmt. Dein Liebesleben, ja.
habe Geduld, dass man diesbezüglich nichts erzwingen kann, dass sich alles von selber auch regeneriert, ja, und was dein Gegenüber beinhaltet, verschwendest du eben diese Zeit nicht mehr, ja. Aber ich bekomme hier mehr, dass dein Gegenüber reflektiert, dass er oder sie diese Zeit nicht mehr verschwendet in dieser Gegebenheit, wo er oder sie gerade drin ist. Die Antwort lautet ja. Was auch immer du dich gefragt haben magst, er oder sie liebt dich und wir haben das Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und hier wird für eine große Akzeptanz geschaffen und jemand hat hier auch nicht akzeptiert oder respektiert. Ja? Und das wird dir jetzt gewahr. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, er oder sie liebt dich. Ja, wir haben hier ganz, ganz viele Botschaften. Also wir haben hier einmal die alten Wunden, wir haben die Heilung, wir haben die Täuschung und wir haben die Romantik. Ja, also du hast es hier definitiv immer mit jemandem zu tun gehabt, das, was ich eben schon sagte, entweder du oder dein Gegenüber, wo man immer und immer wieder getäuscht hat. Ja, er oder sie hat mehr oder weniger eine Maske getragen, aber es fällt von ganz allein. Also du wirst es gewahr, sobald du die Nachricht bekommst, da wirst du irgendetwas verspüren, du wirst etwas bemerken, etwas wird anders sein. Irgendetwas ist hier anders, ja, so bekomme ich das hier gerade rein. Und du belächelst das, ja, also für alle, die dich hier wirklich schon eben sehr stark abgeheilt haben, du belächelst das. Und wirst diesbezüglich deinen Weg gehen, denn in der Vergangenheit war es so, aber mit der Täuschung, dass du ihm oder ihr dein Herz hinterher getragen hast. Das wirst du nicht mehr tun, weil du reflektierst hier stark. Ja, du hast vertraut und du erkennst, wo die Lügen sind, wo der Verrat ist. In jeglicher Form wirst du hier in diesen 3 Tagen etwas erkennen, was dir erst jetzt bewusst wird, ja, worin du auch ganz, ganz lange drin gesteckt hast. Ja? Alte Wunden. Und er hat dir natürlich immer gesagt oder sie, stopp, halt, bis hierhin und nicht weiter. Ja, warum? Weil er oder sie seine, ihre Gefühle unterdrückt hat. Diesbezüglich, wenn du es hier mit jemandem zu tun hattest, der es natürlich nur auf dein Reichtum, Stabilitäten, Luxus etc. abgesehen hatte. Das wirst du jetzt erkennen, denn hier steht jemand nicht umsonst vor der Tür. Hier steht jemand vor der Tür, ja, oder wird dich kontaktieren. Und diese Person hat dich hier schon krank gemacht. Von dieser Person warst du abhängig. Du konntest gar nicht anders als ihn oder sie alles immer beantworten oder immer und immer wieder für ihn oder sie da sein und alles immer vorbereiten. Ja, du konntest gar nicht anders, weil du warst in einer Abhängigkeit. Du hast mehr oder weniger dich aufgegeben. Ja, Heilung. Und wir haben die Romantik. Also du gehst hier mit jemandem den Weg, du wirst mit jemandem ankommen. Diesen Weg werdet ihr gemeinsam gehen. Und das wird nicht mehr diese Person sein. Denn das wird dir jetzt auffallen. Ja. Wir haben zweimal die Täuschung hier, wovon diese Karte hier auch spricht. Hier einmal die Täuschung, jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Du wirst es erkennen, all das, was ich eben schon sagte. Man hat sich hier aufgeopfert für jemanden, ja. Co-Abhängigkeit, dein Liebesleben wird vom Suchtverhalten negativ beeinflusst. Du reflektierst, du hast den Blick, du weißt, wo du hin möchtest. Viel auch für Singles bekomme ich hier, dass du etwas nicht gesehen hast. Ja, das kann im Hinblick dessen sein, dass du etwas unbedingt wolltest. Vielleicht auch, ja, das bekomme ich hier auch für 1-2 Personen. Man wollte jemanden erkaufen. Ja, das bekomme ich hier auch. Und jetzt reflektierst du, dass man sich letztendlich irgendwo selber betrogen hat. Ja, selber im Hinblick dessen getäuscht hat. Ja, was hier nicht negativ ist, denn hier wirst du ja etwas gewahr. Ja, etwas aus der Vergangenheit kommt auch hoch. Also du spürst jetzt, woran es im Grunde genommen gelegen hat. Ja, ich bekomme viel, dass man hier jemanden erkaufen wollte. Dass man hier in diesem Kreislauf irgendwo gefangen war. Ja. Und dann haben wir hier und natürlich auch in Co-Abhängigkeiten Partnerschaften. Ja, ebenfalls. In Bälder entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Also es liegt hier rein an dir, was du jetzt daraus eben auch machst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Ja, und zwar das Wahre. Wir haben die Karte, er oder sie liebt dich. Ja, und hier gibt es noch alte Wunden bei dem einen oder anderen, dass du diesbezüglich jetzt diese klärst. Ja, in Bälder. Gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft.
Und hier ist es natürlich auch so, dass du hier nachdenkst über eine Person, die dich in der Vergangenheit im Grunde genommen immer und immer wieder an dein Limit gebracht hat, irrelevant in welcher Form. Und jetzt denkst du schon wieder darüber nach, mit dieser Person in den Kontakt zu gehen. Das kann hier auch der starke Verführer, Verführerin sein, ja? Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Ja, das kann hier rein dadurch auch sein, weil man sich alleine fühlt, traurig fühlt. Dann schaut man, wen könnte man denn hier mal aus der Vergangenheit noch einmal kontaktieren. Das bekomme ich hier auch für ein, zwei Personen. Ja, und das ist fatal. Hier geht es um Heilung. Das ist die reinste Bedürftigkeit. Ja, sich gegenseitig kennenlernen, hier kommt eine neue Person in dein Leben oder ist bereits in dein Leben und dadurch wird sich etwas Drastisches verändern, ja. Durch diese Person wirst du alte Gegebenheiten, die dir einfach nicht gut tun, wirst du loslassen. Diese Person könnte bereits in deinem Leben sein oder du wirst ihr jetzt begegnen, ja. Ihr werdet gemeinsam den Weg der Heilung gehen diesbezüglich. Man wird hier viel aufarbeiten aus der Vergangenheit, so bekomme ich das hier gerade rein. Hier gehst du ja auch gemeinsam mit jemandem hier, ja, hier zeigt sich der Süden für mich. Also irgendwo ist demnächst auch in Planung, dass man hier gemeinsam umzieht, gemeinsam vielleicht eine Wohnung mietet, kauft, Haus baut, kauft etc. Schau mal bitte für dich, ja, um romantische Gefühle zurückzuerobern. Erlaube deinem jugendlichen Spirit für Vergnügen zu strahlen. Und hier kommt Leichtigkeit, ja. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Ja, und du darfst hier optimistisch sein in Bezug auf diese neue Person. Ja, also hier ist es wichtig, sich eben nicht mehr täuschen zu lassen. Von Gegebenheiten im Außen, von Gegebenheiten einer Partnerschaft, die auf Lug, Betrug etc. basierend auch ist. Schau jetzt hier noch an die Zusatzkarten. Also schau mal, was dich immer und immer wieder eigentlich verletzt hat. Und genau das oder über dieses denkt man jetzt gerade nach. Also man möchte mehr oder weniger hier die Vergangenheit wieder aufleben lassen, ja? Erwecke den Zauber deiner Kreativität und tauche in eine Welt der Gefühle ein. Ganz, ganz viel Gefühl, ja? Also du verzauberst hier jemanden, du wirst jemanden verzaubern oder hast schon jemanden verzaubert. Jemand bekommt durch dich ganz, ganz viel Kraft. Auch für dich ist die Erneuerung, die Kraft, sagt ihr ja hier, was schon gefallen ist, die Mäßigkeit, Reinigung, Körper, Geist und Seele für Klarheit, eben auch Sorgen, ja, dass du sehr viel Klarheit bekommen wirst und wir haben Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Bei dem einen oder anderen kann es sich hier auch um Tiere handeln. Tiefe Seelenverbindung, Freundschaft bekomme ich hier auch mit diesem Hund. Zeig die Karte erstmal in die Kamera, einmal hiermit. Dann mit dieser Karte. Jemand braucht hier auch diese Geborgenheit, diese Wärme. Ja, also du gibst auch jemandem ganz viel Geborgenheit und Wärme. Und wir haben, lebe den Rebellen und die Rebellen. Und erschaffe dich und dein Universum. Du kreierst dich selbst. Etwas Neues wird Form annehmen. Etwas Neues wird Gestalt annehmen. Und das hatten wir auch schon in Tageslegungen vor ein, zwei Wochen, wo ich dann sagte, hier wird etwas ganz, ganz Neues Gestalt und Form annehmen, dass du selber vielleicht etwas kreierst oder du erfährst etwas, was dir gut tut. Also ich bekomme von der Wissenschaft her ganz, ganz viel Neues, was auf den Markt kommt. Ja, irgendwann in den letzten zwei Wochen oder ähnliches hatten wir das schon mal einmal in den Tagesbotschaften. Etwas ganz, ganz Neues, ja, wird hier auch erfunden. In jeglicher Form, ja, das kann hier für die Haut sein, also in allen Dingen, ja, etwas ganz, ganz Neues. Und schau, dass du hier zum Rebellen wirst. Du erfährst spirituelle Entfaltung, gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Ganz, ganz wichtig, hier auch mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, also hier darf das Alte sterben. Und gerade hier in diesen Botschaften bekomme ich, dass das Alte für den einen oder anderen gerade ganz präsent ist. Ja, dass man hier gar nicht loslassen möchte. Weil bei dem einen oder anderen, hier geht es einem gut. Aber hier wird man gedrungen. Hier geht es nicht anders. Ja,
Das kommt hier zu starken Eskalationen. Es kommt zu Ausschreitungen, ja, nicht nur im Häuslichen, es kommt im Außen stark zu Eskalationen. Und hier wird das Alte keinen Platz mehr haben, ja. Also hier haben wir auch das Efeu, dass man sich hat immer so bereden lassen. Jemand hat auf dich eingeredet oder man hat jemand hat ganz, ganz starken Einfluss auf dich, ja, oder auf dein Gegenüber. Und man hat diese Person absolut immer vertraut. Es könnte auch jemand stark auf dich jetzt derzeit eben auch einreden, diese Person aus der Vergangenheit. Oder du selbst möchtest dir etwas schön reden, was aber gar nicht so ist. Ja, das heißt, wenn du in der Vergangenheit schon gewisse Themen immer und immer wieder mit einer Person hattest, das kann eine Person sein vor 2 Monaten, das kann eine Person sein vor 20 Jahren. Aber wenn hier gewisse Themen immer und immer wieder aufgetreten sind, zeigt sich hier mir klar eine Situation, du redest dir selber etwas schön. Ja, im Hinblick dessen, du redest dir diese Person oder diese Situation einfach nur gut. Und dabei weißt du ganz genau, dass du dich selber täuschst. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Ja, hier ist auch die Warnung für den einen oder anderen. Denn du bist ja hier gefangen im Wasser und eben mit diesem Efeu umhangen, ja, behangen. Es ist zumindest eine Pflanze, ist ja kein Efeu, aber es ist eine Pflanze, die dich eigentlich schon hat, ja. Man könnte sagen, wie eine Spinne, die ihr Netz gesponnen hat und du bist hier drin gefangen. So bekomme ich das hier gerade rein. Der Lotus in dir erwacht. Du bist ein Meister, eine Meisterin im hohen Licht. Starke Spiritualität bekomme ich hier, dass du eine ganz, ganz hohe Anbindung hast. Du wirst ganz, ganz viel erkennen. Du bist unter einem ganz, ganz starken Schutz. Ja, wir haben hier diese Coils, die sich hier um diese Lotusblume schwimmen. Und du wirst hier dein inneres Licht erkennen. Ich bekomme hier auch gerade rein, giftige Pflanzen, ähnliches, Kleinkinder zu Hause, ja, irgendetwas, was giftig ist, ja, was auch mit Tieren ähnliches zu tun haben könnte, vielleicht hast du gefährliche Fische oder sowas, ja, also bitte Acht geben, auch Kleinkinder, die eben, wo Pflanzen etc. stehen, ich bekomme hier auch so die Giftpflanzen, ja, also Pflanzen, die zumindest etwas giftig sind, wo etwas mit der Atmung sein könnte oder hier zumindest auf Kleinkinder bitte achten und Tiere eben auch. Einmal mit der Lotusblume. Und das bist du, ja? Das in dir das innerliche Kind erwacht. So bekomme ich das hier. Das sind wundervolle Botschaften. Also du wirst jetzt ganz klar reflektieren eben auch und lässt das Ganze für dich los, ja? Du lässt auch die Vergangenheit nochmal Revue passieren und gehst in etwas Neues hier. Wir haben die 3 der Kelche, 3x, 4x-Konstellation einmal. Du wirst letztendlich aber siegreich hervorgehen. Ja, also all diese Themen, die du hier noch hast, womit du dich befasst, wirst du letztendlich siegreich hervorgehen. Du hast Grund zu feiern. Ja, für all das, was du hier jetzt gerade kreierst oder was gerade. Vielleicht auch ist es etwas, was deine Haut beinhaltet, bekomme ich hier auch gerade rein. Ja, dass dir etwas Neues, ein neues Produkt, was auf den Markt kommt, verhelfen wird, dass es dir besser geht. Ja, in jeglicher Form. Ja, hier zeigen sich auch so die trockene Haut. Hautprobleme oder Ekzeme bekomme ich hier auch. Ja, hier ist natürlich eben auch drauf zu achten. Also schau mal bitte. Häuslichkeiten reinigen ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben hier die schwarze Magie in Kombination des Haus. Einmal. Und alles, was ich schon sagte, dass hier eventuell jemand verstorben ist oder ähnliches, ja. Oder dass hier jemand selbst gewisse Dinge eben auch durchführt. Und hier kommt auch ein Kontakt einer Person, die dir nicht gut tut. Du spürst es schon mit den Energien, ja. Auch wenn du hier starke Gefühle hast für diese Person, aber es tut dir etwas hier nicht gut, ja. Noch einmal mit den 3 der Kelchen. Dann haben wir hier die 6 der Kelche. Ja, und hier ist die Nostalgie, die Erinnerung, das, was ich hier schon sagte. Du erinnerst dich an etwas, ja? Du erinnerst dich aber definitiv an etwas, das dir nicht gut tut. Und die Erinnerungen holst du selber und immer wieder hoch, ja? Das kann hier im Freundschaftlichen sein. Jemand erinnert sich auch an dich und kontaktiert dich, aber diese Energie tut dir nicht gut. Es tut dir einfach nicht gut. Jemand, der dich auch in der Vergangenheit, wo es dir nicht gut ging, ja? Was dich krank gemacht hat nach einem Besuch dieser Person. Ja, oder durch diese Person warst du immer krank und jetzt befreist du dich davon und du wirst kraftvoller, hast mehr Energie.
Ja, auch die Beeinflussungen natürlich in negative Form, was die andere immer und immer wieder suggeriert haben, ja. Im Hinblick dessen, er oder sie ist nicht gut für dich, ja. Er oder sie hat dich nicht verdient. Also solche Szenarien bekomme ich hier einfach. Jemand könnte dich auch kontaktieren, was er oder sie selbst kreiert hat oder etwas kreieren möchte. Dieses ist aber nicht gut. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Denn wir haben hier den Kontakt, wir haben die Abhängigkeit. Und wir haben hier das Krankenhaus in Kombination mit der schwarzen Magie. Also hier ist die Warnung, was wir hier schon hatten. Ja, also diese Person möchte vielleicht etwas kreieren und diesbezüglich möchte er oder sie mit dir Kontakt aufnehmen, dass du vielleicht irgendetwas veröffentlichst oder ähnliches. Das bekomme ich hier auch. Wir haben den Eremit. Denke bitte ganz genau darüber nach, mit welcher Person, Situation, mit welchem Schriftstück du jetzt konfrontiert wirst. Ja, also irgendjemand möchte etwas von dir, weil du Erfolg hast für den einen oder anderen. Er oder sie möchte etwas abhaben, auch von deinem Erfolg. Achte bitte darauf. Ja, du hast hier vielleicht etwas rausgebracht oder wirst etwas rausbringen. Und diese Person hat Hintergedanken. Die fünfte Kelche. Hier weiß nämlich jemand selber nicht weiter. Ja, und diesbezüglich darfst du jetzt schauen, ob du das Kapitel nochmal aufmachst, was diese Person beinhaltet. Oder ob du es jetzt ein für alle Mal schließt. Ja? Hier ist die 5 des Wassers. Hier ist die Angst. Also hier ist jemand aufgeregt, was ein Kind, Kinder, Tiere etc. beinhaltet. Hier ist starke Auffuhr. Man macht sich ganz, ganz viel Gedanken. Und vor allem ist hier eine Situation, die in der Vergangenheit schon mal stattgefunden hat. Es ist eine Situation, die nicht hier einmalig ist und plötzlich kommt. Ja? Sondern es waren schon mal Anzeichen in der Vergangenheit. Und genau damit wirst du nochmal konfrontiert. Ja, ob es jetzt im Gesundheitlichen ist, ja, Dinge, die man immer und immer wieder verdrängt hat oder eben die auch seitens anderer Personen, die nicht gesagt wurden. Also hier gilt es auch, den Blick für etwas zu bekommen. Dinge, die du vielleicht hier auch im Haus, in deiner Wohnung, dir gut geredet hast oder mehr oder weniger etwas ausgeredet hast. Ja, aber hier ist definitiv etwas nicht stimmig. Ja, also hier gilt es wirklich, sich etwas nicht schön zu reden, sondern den Blick für das Eigentliche zu bekommen. Ja, hier sind die Ausreden ganz stark. Ja, und wir haben hier die sexuelle Vereinigung mit der Karte Kommunikation. Also das, was ich hier schon sagte, was wir hier mit dieser Karte hatten, hier wirst du mit jemandem konfrontiert, weiblich wie männlich. Er oder sie hat es nur in Bezug auf die Intimitäten mit dir abgesehen. Ja, mit absoluter Sicherheit. Es ist aber nicht diese Person, der du jetzt begegnen wirst, diese Person, die es dann auch ernst meint, sondern hier zeigen sich mehrere Personen. Deswegen schau bitte auf dich. Ja? Wir haben hier auch nochmal die Balance. Und genauso dasselbe, das bekomme ich auch mit der Karte, die Mäßigkeit. Ja? Hier ist etwas nicht in der Stabilität, eher in der Instabilität. Und hier geht es darum, dass sich etwas wieder stabilisiert. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja? Es ist eine große Herausforderung. Und man sieht hier eigentlich, dass du das gar nicht möchtest. Ja, also du möchtest etwas aufrecht erhalten. Oder er oder sie. Ja, dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Kommunikation. Kommunikation kann sein von weiter weg. Es kann jemand aus deiner Nähe auch sein. Schau bitte auf dich. Hier möchte man nicht loslassen. Also hier hält jemand an einem Band und der andere hält an dem anderen Band. Und es möchte einfach nicht losgelassen werden. Dabei ist es längst an der Zeit, es zu cutten und loszulassen. Ja? Denn wir haben hier den Vorteil. Jemand schaut auf dich und sieht in dir einen Vorteil. Ja, möchte seinen eigenen Vorteil aus der Situation ziehen. Achte bitte auf die Täuschung. Achte bitte, wer das ist. Ja, wir haben hier die Rache. Jemand gönnt dir etwas absolut nicht. Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. Die Entscheidung ist längst überfällig. Ja, aber du schiebst es immer und immer wieder auf. Und dann erwartet dich eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Das ist das, was ich hier schon sagte. Ich bekomme wahnsinnige Gänsehaut hier auch. Ja, was sich hier schon mit dieser Karte gezeigt hat. Wenn du die riskante Versuchung erst für dich erkennst, dann wartet hier die große Liebe auf dich. Denn du hast hier ein Ja, göttliches Timing, bestimmt dein Liebesleben mit der Karte, er oder sie liebt dich.
Vielleicht bist du hier schon mit jemandem. Jetzt kommt hier nochmal jemand aus der Vergangenheit wieder auf dich zu. Wir hatten ja die 6 der Kelche. Erinnerungen. Jemand erinnert sich bezüglich deiner. Du erinnerst dich an etwas und man möchte dieses wieder aufleben. Und du schaust jetzt hier, was soll ich denn jetzt tun? Ja? Aber hier ist etwas Neues. Etwas ganz, ganz Neues möchte entstehen. Aber du siehst es noch nicht. Du kannst es nicht sehen, weil du bist ja noch in der Vergangenheit. Beziehungsweise bist du hier mit dieser Situation gefangen, ja, die jetzt auf dich zukommt. Es wartet etwas ganz, ganz Wundervolles auf dich. Jemand wird dich auch überraschen. Anziehungskraft, du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und wir haben die Leidenschaft, erlaube deinem Herzen, deine Seele zu singen. Ja, und hier geht es darum, was möchtest du? Möchtest du wieder leiden? Möchtest du, dass alles wieder von vorn beginnt? Ja, wenn es hier jemand ist aus deiner Vergangenheit, sprich, du warst schon mal mit dieser Person in Verbindung. Du kennst ihn oder sie schon, ja? Irrelevant, freundschaftlich oder eben Partnerschaft, vielleicht wart ihr auch verheiratet, ähnliches, ja? Und schau mal bitte, aus welchem Grund ihr euch getrennt habt, ja? Und hier gilt es, den Blick für etwas zu bekommen. Denn hier hast du definitiv in der Vergangenheit gelitten unter etwas. Ja? Und eben auch im Yes, weil es wieder hochkommt. Was sich dann auch hier zeigt, die Herzheilung, die weibliche Person, wir haben die Rache. Ja, ich bekomme es hier ganz klar als Zeitverschwendung. Dann haben wir hier auch den Herrscher, also jemand besteht hier wirklich auf sein Recht. Du hast es hier wahrscheinlich auch mit dem Herrscher persönlich zu tun oder mit einer Herrscherin, ja. Und weil du eben in dieser Position bist, ja, versucht man sich natürlich klar hier von dir, jemand möchte etwas abhaben von deinem Erfolg, von dem, was du kreiert hast, was du Neues entstehen lassen hast. Und vor allem bekomme ich hier, dass du standhaft bleiben darfst. Sprich, wenn du in dieser Situation bist, der 5 der Kelche, ja, dass du leidest, dass du hier Erinnerungen, dass diese hochkommen und dass du zwiespältig bist, ja, wir haben hier die Mäßigkeit, wo ich auch bekomme, dass du etwas abwägst, ja, dass du schaust, was tue ich denn jetzt, ja, soll ich nicht. Hier gilt es, dass du in diese Position kommst, ja, dass du eine klare Entscheidung triffst. Der Herrscher weiß ganz genau, was er möchte. Irrelevant, ob Herrscher oder Herrscherin. Das sind Personen, die wissen, was sie möchten. Ja, und sich in keinster Weise hier durch irgendetwas beeinflussen lassen. Aber in keinster Weise. Ja, denn hier möchte jemand einen Vorteil. Und du solltest diesbezüglich diesen Vorteil für dich ziehen. Ja, natürlich nicht von hinten. Ja, aber du weißt, wie ich das meine, sondern dass du jetzt für dich reflektierst und schaust. Du wirst erkennen, was er oder sie genau von dir möchte. Ja, denn du bist ihm oder sie voraus. So bekomme ich das hier. Gerade weil wir hier stark, ja, wir haben hier die Venus, die Weiblichkeit, die Liebesgöttin, die Engelsbotschaften. Du bekommst immer und immer wieder Zeichen, Botschaften, Signale, Synchronizitäten. Du bist hier geführt, ja. Du schaust auf deine Intuition. Und du weißt, im Grunde genommen, weißt du ganz genau, wer dich hier dann auch eben kontaktieren wird, ja. Und du wirst daraus letztendlich auch deine Schlüsse ziehen. Auch wenn es weh tut. Ja, ich sehe die Gefühle. Wir haben hier ganz klar, die Gefühle überkommen einem. Ja, aber letztendlich geht es darum, dass du hier nicht in deine Traurigkeit kommst und vor allem in diesen Gedanken verweilst, wo du gerade drin bist oder wo du gerade mit konfrontiert wirst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Fühl dich umarmt. Bis dahin.